Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute ist wieder Zeit für unseren Teamgeist. Da zeige ich euch immer die Ideen von meinen Teammädels zu einem bestimmten Thema. Und unser heutiges Thema ist Geschenkidee der Dekofee. Ist ein total tolles, spannendes Thema, finde ich. Und ich zeige euch heute ein paar ganz coole Ideen dazu. Okay, und ich starte jetzt hier mit einer Idee, die ich fast nicht ins Bild reinkriege. Und zwar, ich hoffe, ihr erkennt es gut, ist es ein Banner und mit ganz vielen wunderschönen Fähnchen. Das hat gestaltet die liebe Svantje. Ihr seht hier schon mal die Tannen und Zapfen. Und das Ganze hat sie richtig schön ausgestanzt. Ho, ho, ho. Und ich finde, das ist eine total tolle Idee, weil das ja für die komplette Wohnung sein kann. Also ihr könnt ja das zum Beispiel an die Tür hängen oder in ein Zimmer hängen oder an die Dachbalken hängen oder wie auch immer. Also man kann das ja total schön einsetzen. Und ich finde, das ist auch eine farbliche, total tolle Kombination. Mir gefällt das unheimlich gut mit diesem dunkleren Savanneton und mit diesem Anthrazitgrau und das Vanille pur, würde ich sagen, ist es von der Farbe her. Ich finde, das schaut total edel und elegant aus. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Idee, liebes Svantje. Und finde, es ist wirklich wunderschön, auch wenn ich mich ein bisschen schwer tue, das ins Bild zu kriegen. Aber das macht nichts, das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Und ich habe auch eine Materialliste für euch. Und zwar ist das hier die Materialliste. Also da sind jetzt auch ein paar Sachen dabei, die sind nicht von Stampin' Up, aber das macht ja nichts. Zum Beispiel diese Stanzformen, diese Fähnchen. Also ihr seht zum Beispiel, da gibt es eben eine Stanzform für diese Fähnchen. Also Svantje, du hast ganz schön oft kurbeln müssen, glaube ich, für diese vielen Fähnchen, für die Buchstaben schon und dann auch noch die Fähnchen und dann auch noch die Zierde da drauf. Also das macht wirklich sehr, sehr viel Arbeit und da bin ich echt dankbar. Ich finde, das ist wunderschön. Okay, das schaut so einfach aus, aber das ist es nicht. Und es ist total perfekt gemacht. Also es sieht echt super aus und es ist so eine schöne Farbkombination und ich danke dir ganz fest für dieses wunderschöne Element. Und ich finde, das ist einfach eine super tolle Idee. Das kann man auch verschicken. Ihr könnt es natürlich schön zusammenfalten und könnt es dann auch in einen Briefumschlag geben und verschicken an eure Freunde oder so oder an Familie. Und eben ganz flach verschickbar. Und das ist doch echt eine ganz, ganz tolle Idee. Mal was ganz anderes und super. Finde ich eine ganz klasse Idee und bin ich ganz dankbar dafür, liebes Svantje. Dankeschön. So, ihr Lieben, und als nächstes kommt etwas. Das habe ich noch nie gesehen und ich bin total baff und total begeistert und ich freue mich, dass ich euch das jetzt zeigen darf. Also erstmal die Karte dazu. Das ist noch nicht das, um was es sich handelt. Ich zeige euch zuerst mal die Materialliste. Covergestaltung, Materialliste, Covergestaltung. Also, ihr könntet euch vielleicht schon denken, es ist ein Buch. Aber ich habe so ein Buch wirklich noch nie gesehen. Ich zeige euch das jetzt mal von vorne. Ist total schön gestaltet mit diesem ganz besonderen Papier im Hintergrund, mit den Sternen. Das sieht sehr, sehr schön aus. Die sind ja bestickt innen und außen. Die Sterne hier, das ist noch ganz fein mit so einem Schimmer überzogen, Glitzerpapier. Die Farbkombination überhaupt in dem wunderschönen Marineblau und Silber und Weiß, das finde ich ganz, ganz edel. Dann ist hier der Buchrücken gestaltet und die Rückseite. Nochmal mit Glitzersternen im Hintergrund, mit diesem wundervollen Stempel. Und jetzt kommt's. Jetzt muss ich es euch zeigen. Das kann man nämlich aufstellen. Das ist nicht nur einfach ein Buch, das schön gestaltet ist, sondern das ist ein ganzer Stern aus einem Buch. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Also ich finde, das ist total der Hammer. Allein diese wunderbaren Kanten, dass das alles so perfekt ist, das ist so wunderbar gestaltet und allein diese unglaublich viele Arbeit, die in diesem Buch steckt. Also man kann das dann so hinstellen und sieht dann eben den Stern, die beiden Sterne ineinander. Und dieses Buch hat, da kann man ein bisschen spicken, hat über 300 Seiten. Und da ist wirklich jede einzelne Seite ist da gefalzt. Und zum Teil habe ich gesehen, hier innen auch geschnitten. Also man muss da ein bisschen einschneiden, dass man das dann so falten kann. Und was man da alles Tolles machen kann, das ist echt der Hammer. Also die Heidi hat uns da eben Fotos geschickt und ich habe auch gesehen, dass man da sogar Fotos, also Gesichter von Menschen in dieses Buch quasi reinmachen kann. Also ich zeige euch jetzt mal die Karte von der Heidi. Also Buchfalter. Wenn ihr sowas braucht, dann könnt ihr euch bestimmt bei der Heidi melden. Und auf der Rückseite sieht man nochmal Fotos
zu jedem Anlass und man sieht jetzt hier zum Beispiel dieses Danke in 3D. Hier den Schmetterling mit einem Stempeltext sogar. Also ich weiß nicht, wie man das macht, aber ich finde, das ist einfach nur der Hammer und klasse. Und ich freue mich so sehr, dass ich euch das zeigen darf, weil es was ganz Besonderes ist. Und wenn man nur ein Foto sieht, dann kann man sich das gar nicht so gut vorstellen, wie wenn man das eben vor sich hat. Und vielleicht kommt es im Video auch wenigstens ein bisschen so raus, wie es dann in Wirklichkeit ist, wie schön das ist und wie wahnsinnig aufwendig das ist. Also das ist was ganz, ganz Besonderes. Und Heidi, vielen, vielen, vielen Dank für deine Mühe und für diese viele Arbeit, die da drin steckt und dass ich das in dem Video zeigen darf. Also ich finde das echt total klasse und ich glaube, dass auch die anderen im Team davon begeistert sind, wenn man das mal so plastisch vor sich sieht. Oh, es ist echt total schön. Wunderschön, oder? Was ganz, ganz, ganz Besonderes. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Heidi. Ganz großes Herz von mir. Und da denkt man manchmal, eine Karte kann aufwendig sein, aber wenn ich dann das sehe, dann gibt es überhaupt keine Karte, die so aufwendig sein kann wie diese Arbeit hier. Wow. So, jetzt geht's weiter. Und zwar waren das bis jetzt die Ideen von meinen Teammädels. Ich habe dieses Mal eben zwei Ideen für euch und habe mir gedacht, damit ihr noch ein bisschen was anderes zu sehen bekommt, weil ich glaube, dass meine ganzen lieben Teammädels so stark im Stress sind, weil jetzt Weihnachtsvorbereitung ist und da kann ich schon verstehen, dass man mal weniger mitmacht beim Teamgast. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch auch noch ein paar Ideen von mir, die man auch zu diesem Thema quasi basteln kann oder gestalten kann. Und eigentlich wollte ich mit euch auch einen Bilderrahmen basteln, aber ihr seht morgen eine ganz andere Idee zu diesem Thema. Also seid schon mal gespannt. Es gibt auf jeden Fall was ganz Interessantes, das ich euch heute auch noch gar nicht verrate. Das seht ihr eben erst morgen im Video. Wenn es dann schon online ist, kann ich es euch hier oben noch verlinken. Da seht ihr dann meine Idee dazu oder meine Nachbastelanleitung für euch. Und noch eine ganz, ganz tolle andere Idee. Und ja, jetzt kommen wir einfach noch so ein bisschen zu Ideen zu diesem Thema. Ich wollte eben mit euch eigentlich einen Bilderrahmen basteln, das hat sich dann aber geändert und das, was ich morgen mit euch bastle, ist es dann geworden. Aber diesen Bilderrahmen, den habe ich schon vor einiger Zeit zu unserem Teamtreffen gebastelt und ich finde, ein Bilderrahmen ist auch ein ganz tolles Geschenk, das man schön gestalten kann, mit einem persönlichen, mit einer persönlichen Note dann versehen kann. Und dazu habe ich jetzt hier einfach einen Bilderrahmen gekauft und habe den Hintergrund gestempelt. Ein bisschen mit Designerpapier beklebt. Hier schiebt man dann das Foto unten rein unter das Designerpapier. Also das ist auch gleichzeitig die Halterung. Und dann habe ich hier außen noch einen Text drauf gemacht. In diesem Fall ist es jetzt unser Teamgeschenk gewesen für unser Sommerfest. Deswegen ist da Team drauf. Und normalerweise ist da auch ein Foto von meinem Team mit drauf. Und es steht bei mir im Bastelzimmer. Aber das habe ich jetzt natürlich rausgenommen. Und hier unten ist dann eben noch dieses wunderschöne Magnolien-Set. Ich habe da alles in Magnolien-Deko gehalten, deswegen passt es natürlich da ganz gut dazu. Mit diesen schönen Blüten, bisschen die Ränder schattiert und mit ein bisschen Golddraht und schon hat man da einen sehr schönen Bilderrahmen und das ist bestimmt eine gute Idee. Ihr könnt es natürlich weihnachtlich gestalten, das muss natürlich nicht in diesem Design sein, aber von der Grundidee habe ich mir gedacht, dass das vielleicht auch ganz gut passend zum Thema. Dann habe ich mir schon vor einiger Zeit auch, also letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, glaube ich, sogar, habe ich auch bei einem Workshop und auch so einfach für mich ein bisschen gebastelt für die Deko zu Hause. Und das wäre auch eine Idee, die man gut verschenken kann. Also hier ist das Ganze in groß. Das ist also mit einem Anhänger oben zum Aufhängen, gestaltet mit einem Stern und mit einem Rentier drauf, mit ein paar Zweigen und einem kleinen Tannenbaum. Kann man natürlich jetzt auch mit den aktuellen Produkten super basteln. Und hier eben nochmal die Variante in klein, auch mit einem Stern und mit einer Schneeflocke. Das ist einfach total süß, das hängt bei mir auch überall rum. Ich habe dann noch welche mit Schneemännern gemacht und so. Und ja, ich finde so kleine süße Figuren, das ist natürlich sowieso sehr meins. Und sowas ist auch ganz toll gemacht und das kann man auch verschicken. Wenn man das jetzt in den gepolsterten Umschlag tut, der ein bisschen größer ist, dann kann man das auch ohne weiteres verschicken und hat ein kleines süßes Geschenkchen oder was zum Mitbringen, wenn man wo eingeladen ist an Weihnachten oder so, dass sich der Gastgeber das dann aufhängen kann. Ich finde, das ist einfach eine ganz süße kleine Idee. Dann habe ich mir gedacht, eigentlich passt doch so eine Side-Close-Box, wie ich euch auch schon mal eine Anleitung gezeigt habe, auch ganz gut. Hier ist also quasi eine Schoki drin, die man da rausmachen kann. Das ist jetzt die breitere Variante. Ich habe euch dazu schon mal eine schmale Variante gezeigt.
weil sie sich eben so cool verschließt. Also das war damals meine schmale Variante oder eine davon. Und die habe ich jetzt eben in größer gebastelt. Dazu habe ich euch auch ein Video aufgenommen. Das ist aber noch nicht online. Also ich verlinke euch jetzt das kleine, flachere dazu. Aber es gibt irgendwann bald auch noch die Anleitung für so eine dickere Box. Das verlinke ich euch jetzt mal hier oben unter dem weißen i. Wenn man jetzt irgendwo eingeladen ist, dann kann man auch gerade zu Weihnachten einfach so eine kleine Box verschenken und die kann man sich als Zierde auch schön irgendwo hinstellen. Also das ist jetzt nicht nur eine Verpackung, sondern das ist eben ein kleines Mitbringsel und auch ein bisschen Deko für zu Hause. Ich finde es sehr schön. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt mal die weihnachtliche Variante auf jeden Fall auch noch. Und was auf jeden Fall immer geht und was auch wirklich Deko ist, also richtige Deko, sind diese wunderschönen Karten, die wir letztes Mal schon gebastelt haben. Dazu verlinke ich euch das Video hier oben. Das sind nämlich nicht nur einfach Karten, sondern man kann das aufstellen und kann dann hier innen rein ein Teelicht stellen und hat dann durch diese Sichtscheiben hier vorne einen wunderschönen Deko-Effekt. Also das ist nicht nur eine schöne Karte, wo man viele Grüße draufschreiben kann oder so, sondern das ist auch gleich was zum Hinstellen und das Deko perfekt geeignet. Wie diese Karte funktioniert, wie gesagt, das habe ich euch im Video gezeigt. Und hier sind eben noch zwei andere Ideen, wie man die auch gestalten kann. Das ist also wirklich auch eine super Deko-Idee. Diese Karte ist von der Andrea. Und die Andrea hat uns auch im letzten Teamgeist-Video schon eine Deko gezeigt mit so einem Sternwindlicht. Und das ist auch eine super, super Idee, dass man perfekt auch verschenken kann als kleines Mitbringsel und als Deko. Genau. Davon eben auch ein Bild. Und dann blende ich euch jetzt noch ein letztes Bild ein. Das ist wieder eine Idee von mir. Das ist eine Weihnachtsvase, die einfach nur ein bisschen gestaltet ist. Ganz, ganz einfach. Da sind nur ein paar Schneeflocken ausgestanzt und ein bisschen Lichterketten innen rein und schon ein schönes Band außenrum, ein paar Hackschnitzel unten in die Vase und schon habt ihr auch eine perfekte Deko. Das kann man natürlich auch in klein verschenken und mitbringen als Deko und hat da wirklich, ja, ein schönes selbstgemachtes Geschenk oder ein Teil davon ist selbst gemacht und hat dann ein schönes Mitbringsel. Ja, ihr Lieben, ich tue mich heute echt ein bisschen schwer, das alles ins Bild zu legen. Ich möchte natürlich auf das Buch auch ganz besonders aufpassen, dass da nichts kaputt geht. Und hoffe, ihr seht so noch alles ein bisschen. Ich kann noch ein bisschen weiter rausgehen mit der Kamera. So. Ich glaube, so sieht man es jetzt ein bisschen besser. Da verbirgt sich auch noch eine Karte. Also das sind einfach ein paar Ideen von meinem Team und mir für ein kleines Mitbringsel, ein bisschen Deko zu Hause und ja, Geschenkidee der Dekofee haben wir hier ein bisschen verarbeitet. Wenn ihr morgen die Idee von mir, die ich euch dann zeige, anschauen wollt, dann schaut auf jeden Fall wieder vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!